Willkommen zum dieswöchigen Xur-Video. Xur ist mal wieder im Turm, im Hangar rechts. Einfach ganz rechts durchgehen und nochmal rechts abbiegen. Und dann schauen wir mal, was er heute Schönes dabei hat. Keine neuen Items schon mal. Wir haben hier eine unbewohnbare Schädelfeste. Disziplin 131, das ist ziemlich hoch. 136 ist Maximalwert bei Helmen. Nahkampftreffer stellen Granatenergie wieder her. Deine Gesundheit wird wiederhergestellt, wenn du eine Sphäre aufhebst. Das ist ganz gut, wenn man das mit Nachbeben kombiniert, weil man dann nicht Transfusion nehmen muss. Und man kriegt sogar mit Schulterangriff dann jedes Mal Energie wieder. Das ist im PvP und auch im PvE nicht schlecht. Außerdem bei Grota Hart natürlich, deine Gesundheit wird wiederhergestellt, wenn du eine Sphäre aufhebst. Dafür ist der Helm auf jeden Fall ganz gut. Dann haben wir endlich mal Glücksbeere mit Intellekt 172. Das ist auch ein ziemlich hoher Wert. 180 ist da, glaube ich, maximal 181. Arcus-Blitzgranate bildet längere Ketten. Einstieg mit Granatenenergie. Ich nehme fast immer die Arcus-Blitzgranate beim Jäger. Gerade in Trials of Osiris ist die extrem stark. Aber auch sonst im PvP ist die ziemlich gut. Außerdem kann man die werfen, wenn man seinen Klingentänzer einsetzt, dass die Gegner vielleicht vor einem wegrennen. Du kannst mehr Munition für schwere Waffen tragen. Damit kann man die Stiefel nehmen, dass man mehr Spezialmunition tragen kann. Und mehr Munition für Fusionsgewehre. Falls jemand im Spezialslot Fusionsgewehre spielt oder für die Vex noch ein bisschen mehr Munition braucht, wobei ich da nicht von ausgehe. Aber die Rüstung ist insgesamt ziemlich gut und ich kaufe mir die, weil mir fehlt die noch. Dann haben wir Apotheose-Schleier mit Disziplin 130, auch ein ziemlich hoher Wert. Also alle drei Rüstungsteile haben einen ziemlich hohen Wert. Nahkampftreffer stellen Granatenenergie wieder her. Deine Gesundheit wird wiederhergestellt, wenn du eine Sphäre aufhebst. Und die Aktivierung deiner Superfähigkeit stellt deine Gesundheit wieder her. Das ist ähnlich wie eine unverwundbare Schädelfeste, ein sehr guter Helm für Grota. Aber auch im PvP, wenn man strahlende Haut spielt als Sonnensänger, ist das nicht schlecht. Wenn man nicht angefragt wird, startet man einfach sein Super, hat volle Energie und hält extrem viel aus. Nämlich genau, beziehungsweise man nimmt nur 46% von dem Schaden, den man normalerweise nehmen würde. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Man überlebt da manchen Sniper-Headshot, einen Schrotflintentreffer überlebt man. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, im PvP mit strahlender Haut zu spielen und diesem Helm. Dann könnt ihr auch mal Zeichen des Ungebrochenen schaffen, also 15 Kills ohne zu sterben, weil immer wenn ihr niedrige Energie habt, macht ihr euch quasi unverwundbar und tankt eure Energie wieder voll auf. Das ist eine ziemlich geile Kombination und der Helm ist insgesamt auch ein ziemlich guter Helm. Also die drei Items auf jeden Fall alle mal eine Empfehlung, wer sie noch nicht hat. Und dann kommen wir zu Universalgerät. Ist im PvP seit dem Spezialmuni-Patch nicht mehr so schlecht. Ihr habt halt immer dann eine Shotgun, wenn ihr das möchtet. Könnt es auch mit Sniper kombinieren. Gerade wenn ihr einen Titan habt und eine Bubble macht, habt ihr immer eine Shotgun, um diese Bubble zu verteidigen und dann mit Waffen des Lichts. Ihr habt es in den anderen Videos gesehen, zum Beispiel Eifer des Speer, könnt ihr dann mit One-Shots auf Körpertreffer aus dieser Bubble rausgehen und auch jeden killen. Dafür ist die auf jeden Fall ziemlich gut geeignet, aber auch wenn ihr gerne generell Shotgun spielt und nicht immer Munition habt, dann könnt ihr die natürlich auch nehmen. Die hat eine relativ hohe Reichweite, auch wenn sie jetzt nicht so aussieht. Ihr könnt das nochmal erweitern. Mit Hammer geschmiedet und das Ding hat den Universalgerät-Perk. Reichweite und Präzision werden bei Verwendung der Zielverrechnung beträchtlich erhöht. Das macht sie auf jeden Fall nicht schlecht. Ist keine Fellwanderers-Lüge, aber sie ist nah dran. Dann exotische Bruchstücke zum Aufwerten der exotischen Items. Und wir haben Helmengramme und da holen wir uns doch nochmal welche. Mir fehlt nämlich immer noch der Titanhelm. Sehen, wie viel Platz wir hier haben. Nur für zwei Helme reicht's. Na gut. Außerdem Automatikgewehrtelemetrie, Schrotflintentelemetrie, Maschinengewehrtelemetrie, Plasmaantrieb und Schmackschule braucht man nicht und schwere Munitionssynthesen. Und wir können wieder mal seltsame Münzen in Lichtpartikel wechseln. Jetzt gehen wir doch nochmal die zwei Helmengramme ab und dann beenden wir dieses Xur-Video von dieser Woche. Wenn ich denn vielleicht noch meinen Titanhelm bekomme, der mir noch fehlt. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Was brauchst du, Titan? Hier haben wir sogar noch ein blaues Engramm. Ist nicht mehr Komm, drin. Titanhelm! Nicht einmal hier. Jawohl! Wir haben ihn! Ewiger Krieger, endlich! Jetzt brauche ich keinen mehr. Jetzt kannst du mir geben, was du willst. Nichts ist drin. Hau irgendwas raus. Spaß auf Schwachkopfradar. dich auch. Top. Juhu, ich habe alle Helme. Das heißt auch wirklich alle exotischen Helme. Intellekt und Disziplin 129 zusammen. Das ist auf jeden Fall auch kein schlechter Roll. Mehr Superenergie durch Nicht-Tüter-Kills, deine Gesundheit wird hergestellt, wenn du eine Sphäre aufhebst, fügt Unauffall zum Chaos-Force hinzu. Und hier haben wir nochmal Stärke 130. Das ist auch ein ziemlich guter Roll. Damit beenden wir das Video. Servus, schönes Wochenende und ciao, ciao.